So, herzlich willkommen zurück. Nachdem wir nun die Kommunikationsstrecke abgesichert haben, müssen wir uns jetzt natürlich darum kümmern, dass sich der Client oder der Benutzer selber am System authentifiziert und dass er den Benutzer nur bestimmte Dinge erlauben. Und das versuche ich jetzt in den nächsten Folien kurz darzustellen und ich gebe Ihnen dann wieder eine Demo natürlich mit Spring Boot. Also, vielleicht erstmal, was ist der Unterschied zwischen Authentisierung und Autorisierung? Authentisierung bedeutet ja, dass ich bei dem Benutzer herausfinde, ist der Benutzer wirklich der Benutzer, der er vorgibt zu sein. Und in Websites gibt es da diverseste Techniken, die man verwenden kann. HTTP Basic werde ich Ihnen jetzt noch in diesem Video vorführen. Es gibt OAuth 2, Singles, OpenID, SAML und so weiter. Da gibt es einen ganzen Sack Verfahren, die allesamt eingesetzt werden. Wir müssen uns jetzt auf das beschränken, was wir hier programmieren können mit einfachem Aufwand. Und Basic Auth ist ganz, ganz einfach gemacht, natürlich auch hochgradig unsicher. Wichtig ist an der Stelle vielleicht gleich vorab, wenn Sie authentisieren, heißt es ja, Sie prüfen nach, ob der Benutzer der ist, der vorgibt zu sein. Wenn Sie jetzt anfangen, damit eine eigene Benutzerverwaltung in Ihr System einzubauen, dann sind Sie eigentlich schon auf dem falschen Dampfer. Normalerweise würden Sie ja Benutzerverwaltungen konsumieren von Servern, die in Ihrem Unternehmen verfügbar sind. Also das heißt, Sie würden irgendwie an so einem Single Sign-On oder OAuth 2-Verfahren teilnehmen. Ich führe Ihnen jetzt hier in diesen Videos vor, wie Sie das selber bauen, weise aber hiermit ausdrücklich darauf hin, dass man das nur in Ausnahmefällen machen sollte. Normalerweise konsumieren Sie, wie gesagt, so einen Benutzerservice von woanders. Dass in jedem Unternehmen gibt es eigentlich so eine zentrale Nutzerverwaltung und daran sollten Sie sich eigentlich anschließen und nichts alleine bauen. So, dann haben Sie, wissen Sie, wer der Benutzer ist. Jetzt kann man noch festlegen, was der Benutzer denn darf. Und da gibt es verschiedenste Technologien, sowas wie Access Control Lists, hatte ich schon so ein bisschen skizziert in vorangegangenen Videos. Sie fassen die Benutzer zu gewissen Gruppen zusammen. Was ist die Gruppe der Administratoren zum Beispiel? Und Sie weisen dieser Rolle jetzt eine gewisse Liste von Dingen zu, auf die Sie zugreifen können. Zum Beispiel Daten in der Datenbank anlegen, ändern, löschen. Und dann geben Sie anderen Nutzergruppen vielleicht nur die Möglichkeit zu lesen. Oder Sie schränken das in einer anderen Art und Weise ein. Bestimmte Benutzer dürfen halt bestimmte Knöpfe drücken und andere eben nicht. Und das können Sie regeln über Access Control Lists. Und auch da ist es wieder so, diese Dinge müssen Sie auch zentral verwalten. Und das wird, wenn Sie sich vorstellen, Sie sind ein Großunternehmen, werden das gleich leicht sehr, sehr viele verschiedene Rechte, die Sie verteilen müssen, auf sehr, sehr viele verschiedene Rollen. Das heißt, wenn Sie da nicht aufpassen, kommen Sie mit der Verwaltung relativ schnell in ein unübersichtliches Tohuwabohu. Aber wie gesagt, wichtig machen müssen Sie auf jeden Fall zentral machen. Sie stellen in Ihrer Programmierung natürlich sozusagen die Haken bereit, wo sich dann ein zentrales System einklinken kann. Und ich meine, nur Sie wissen ja, welche Dinge zu berechtigbar sind. Insofern müssen Sie das schon reinprogrammieren. Und was wir natürlich versuchen, ist, wir versuchen flexible Schnittstellen zu verwenden, wo Sie diese zentralen Systeme erreichen. So, also und was wir uns jetzt anschauen in diesem Video noch ist Basic aus und ich programmiere es gleich, um eine Demo zu geben, bevor wir jetzt viele Folien machen, direkt mit Spring Boot. Also, was machen wir? Die Eigenschaften zeige ich Ihnen am besten auch gleich am Code. So, Punkt 1. Was müssen wir machen, damit Security in Spring Boot möglich ist? Dazu schauen wir ganz kurz in die build.gradle-Datei. Close Others. Das mag er nicht. Close Others. So. So, in der build.gradle-Datei ist nur eine Sache zu machen und zwar hole ich mir hier Org Spring Framework Spring Boot Starter Security. Das kann man im Grunde auch schon im Initializer oder auf dieser Webseite zum Initializen anhaken, aber das brauchen Sie und wenn Sie das angehakt haben, dann können wir an verschiedensten Verfahren teilnehmen, dann gehen Möglichkeiten zur Benutzerverwaltung und dann können wir auch auf die Requests stärker Einfluss nehmen. Das ist eigentlich alles, was wir erstmal tun müssen. Wenn wir das jetzt machen, ich starte jetzt mal den Server, also wenn das drin ist, können Sie auf Ihren Server nicht mehr normal zugreifen. Zeige ich Ihnen. Es läuft das Ding hoch. Das könnte wie das übliche Spring Boot Geraffel. Das ist eigentlich der Server, den ich jetzt immer so Stück für Stück erweitere. Dieses Mal halt um das Thema IT Security. So, jetzt sehen wir da schon, also wenn Sie gute Augen hatten, hier schon Using Generated Security Password Rüttelbrümpf. Das werden wir uns gleich nochmal genauer anschauen. So, ich gehe jetzt mal in meinen Postman rein und wenn ich jetzt hier einen Request aufsetze, ich mache mal einen neuen GET-Request, HTTP,
Localhost bietet mir das hier schon an, Projects. Wenn ich das jetzt aufrufe, geht das nicht mehr so einfach. Denn jetzt kriege ich hier ein 401 unauthorized. Wenn ich das in Browser eingebe, machen wir das auch noch mal kurz. Gebe das mal in Browser ein. Kommt jetzt hier eine Login-Seite. Ne? Das ist so das Ding, was Sie normalerweise gewohnt sind. Das macht der Browser jetzt automatisch. Also er fragt uns jetzt nach Username und Passwort. So, jetzt stehen wir natürlich auf dem Schlauch. Was zum Henker ist denn der Nutzer und was ist das Passwort? Gerade haben Sie vielleicht ganz kurz gesehen, ich habe das auf Stack Overflow auch selber erstmal nachschauen müssen. Nutzername ist in dem Fall einfach User. Ich mache das hier mal gleich mit dem Browser. Und wenn Sie jetzt hier schauen, er hat ja hier Using Generated Password, hat er hier irgend so ein Riddle-Bumpf erzeugt. Wenn ich das jetzt hier mal kopiere, nicht in den Dialog, müssten wir nicht Glück haben und sage, habe ein Projekt gefunden. Das ist wahrscheinlich noch ein Relikt aus einem der vorherigen Videos. Hier Projects so eingebe, kommt auch schon noch mehr. Das heißt, also jetzt hat sich der Browser sozusagen meine Login-Daten gemerkt und schickt jetzt bei jedem Request diese Login-Daten mit. Also das heißt, das funktioniert jetzt sozusagen automatisch und was wir jetzt hier machen, ist HTTP Basic auf. Und ich zeige Ihnen jetzt im Postman nochmal, was das genau bedeutet mit dem Basic auf. So, und deswegen konfigurieren wir das jetzt hier. Also Projects 1, jetzt gehen wir hier auf Authorization. So, das Verfahren, was wir als erstes verwenden, ist, er bietet hier eine ganze Menge an, ist Basic auf. So, und jetzt sehen Sie hier, ich kann hier den Benutzer User eingeben und wenn ich hier das Passwort eingebe, das ist ja das, was mir hier der anbietet. So, Show Passwort ist so ein Riddle-Brümpf. Und wenn ich jetzt das, ich sehe das auch als Header-Parameter, Sie sehen hier Authorization und Sie sehen hier Basic. Das ist genau das, was der jetzt wirklich über die Leitung überträgt. Und was Sie jetzt hier sehen, dieses Riddle-Brümpf, das ist jetzt Nutzername, Passwort, eigentlich fast im Klartext. Das heißt, was der macht, ist, der klebt Nutzername, Passwort zusammen und kodiert die dann mit Base64. Das ist aber keine echte Verschlüsselung oder so, sondern einfach nur eine Möglichkeit, das Zeugs in Zahlen darzustellen. So, also das heißt, die Sachen, wenn Sie jetzt HTTP verwenden würden, würden Nutzername und Passwort praktisch unverschlüsselt übertragen. Ich schicke das mal los. Und jetzt hat er mir hier meine Daten auch geschickt. Ne? Das heißt also, Benutzername und Passwort, das bietet mir hier der Postman natürlich eine sehr schöne API an, aber was eigentlich zählt, ist das, was Sie als im Header sehen. Sie haben hier als Header-Parameter im HTTP-Request Authorization. Und der kriegt, und Sie haben hier immer so ein Präfix Basic. Wir werden nachher bei den Sachen von Thomas Mildner sehen, da brauchen wir Bearer. Also kann man sozusagen so das Enkodierungsverfahren für das Token, was danach kommt, kann man da verstellen. Und Basic ist halt HTTP Basic aus. Wie gesagt, man muss wissen, Nutzer und Passwort eigentlich im Klartext und dann wird es übertragen. Und Sie sehen, jetzt kann man zugreifen. Das heißt, ich muss jetzt bei jedem Request dieses Authorization mitschicken und dann reagiert mein Server vernünftig. So, dann haben wir sozusagen das erste grundlegende Login damit erledigt. Jetzt wäre es natürlich hübsch, wenn wir unsere eigenen Nutzer verwenden könnten oder überhaupt mal Einfluss hätten auf die Nutzer. Dazu ein erster Hinweis ich habe hier mal so ein ganz klitzekleines, so ein User-Controller gebastelt, dass wir uns mal ein bisschen anschauen können, wie es grob funktioniert. Der kriegt hier einen Greetings-Request, also darauf hört er. Und er kriegt hier sozusagen das, was der Server als Login-Daten kriegt, als sogenannten Principal mitgeteilt. Principal ist, muss man sichtbar machen, Principal stammt aus dem Java Security Package und Principal ist sozusagen ein Element, was sozusagen Berechtigungen tragen darf. Auch da spare ich mir jetzt die Details. Ich vermute, das kommt in einer anderen Vorlesung vor. Sagt, von dem Principal können wir erfragen, welchen Namen hat er, welches Passwort hat er und so weiter. Das ist sozusagen ein Objekt, was uns den eingeloggten Nutzer eigentlich für uns greifbar macht. Und das kriegen wir hier im Request mit. Das macht er hier irgendwie automatisch, dass er das zuweist. Da müssen wir jetzt nichts großartig verstellen. Und ich hole mir jetzt aus dem Principal seinen Namen raus. Ich glaube, man kriegt sicherlich keine weiteren Informationen raus. Also p.get Passwort wird er hoffentlich nicht erlauben. Aber p.get Name geht. So, wenn wir das mal laufen lassen, das heißt, ich habe hier dieses Principal-Objekt und kriege den Namen daraus, können wir uns das anzeigen lassen. Machen wir das mal hier wieder im Postman. Ich sage jetzt hier Greeting.
übertrage hier wieder mit Authorization die Login-Daten und Sie sehen, hier sagt er, Content ist Hello User. Ne? Hello User stammt ja hier von dem Source Code, der mir Content Hello macht. So, das war's schon. Also schwieriger ist Basic Auth jetzt nicht. Das ist es. Wie gesagt, Warnhinweis sollte man eigentlich nicht verwenden und wie gesagt, moderne APIs verwenden sozusagen eher so Single-Sign-On-Verfahren und die laufen Token-basiert. Das müssen wir uns in einem der nächsten Videos nochmal anschauen, diese JWT-Tokens aus der Aufgabenstellung. Und ich würde Ihnen jetzt in einem der nächsten Videos auch nochmal zeigen, wie man selber so sein Berechtigungssystem selber baut, mit dem Warnhinweis, dass Sie das lassen sollten. Aber vielleicht ist es ganz, ganz hilfreich, wenn man mal gesehen hat, wie es geht. Also vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weiter geht's dann mit selbstgebastelten Berechtigungssystemen.